Heute lernen wir einen Yokai kennen, von dem man anfangs nicht glauben mag, wie gefährlich er sein kann. Es geht um den Katakirawa. Katakirawa sind Dämonen, die in Form eines ausgewachsenen Schweines oder jungen Ferkels erscheinen. Ein ganz normales Schwein, mag man meinen, wären da nicht ihre dämonisch rot leuchtenden Augen, die jedermann in Angst und Schrecken versetzen. Zudem fehlt ihnen eines ihrer Ohren. Es heißt, dass diese angsteinflößenden Wesen keinen Schatten werfen können. Ein weiteres Indiz, dass sie nicht aus unserer Welt entspringen. Leider weiß man nicht viel über diesen Yokai. Ob es durch einen schrecklichen Unfall sein Leben verloren hat oder durch ein Tier getötet worden ist, ist nicht bekannt. Doch wenn die Dämmerung anbricht und es langsam Nacht wird, soll der Katakirawa vor allem in großen Städten auf der Suche nach menschlichen Opfern zu finden sein. Es hüpft dabei wie ein Hase durch die Gegend. Sollte es mit seinem guten Geruchssinn einen Menschen in der Nähe erwittert haben, so läuft es dann zwischen die Beine der Person, um dessen Seele zu rauben.